Was geht ab, meine Ringlife-Gang? Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Reaction-Video auf diesem Kanal. Heute mal etwas anders, denn wir reagieren heute auf zwei Videos von dem stärksten Mann der Welt, Eddie the Beast Hall. Denn der bereitet sich gerade auf einen Boxkampf nächstes Jahr gegen den zweitstärksten Mann der Welt, Björn Hafþórsson, vor. Mir wurden zwei Videos zugeschickt, erst gestern, auf die ich reagieren soll. Und zwar ist es einmal dieses hier, Boxing-Update, und hier Pratzentraining. Schauen wir einfach mal rein. Ich bin gespannt. Fangen wir mit diesem Video mal an. Hier, macht der Pratzentraining. Lass mal sehen, was der Mann drauf hat. Das ist jetzt also Eddie Hall. Der stärkste Mann der Welt, also Strongman ist er. Das sind die hey Leute, guys, die well. LKWs ziehen und so ein Scheiß, here ne? At the boxing gym. We've done a training session this morning. We did a little bit of chesticles. Man sieht auf jeden Fall schon ein kräftiger Typ. Der ist, glaube ich, so 1,90 Meter groß, 160, 170 Kilogramm schwer oder irgendwie sowas, ne? Okay, ein bisschen Maidarbeit, ja, kontern, meiden und kontern an den Pratzen jetzt. Er kämpft auf jeden Fall auf der Normalauslage. Schön, ey, gut rausgewiesen, nach links raus mit dem Jab und dann den Jab gekontert. Er ist schon explosiv. Trotz seiner Masse und seines Gewichts. Das ist kein Spaß. Auch wenn er jetzt technisch natürlich nicht so sauber ausschaut, ne? Aber mit 160, 170 Kilogramm muss man sich erstmal bewegen können. Und der bewegt sich echt explosiv für die Größe. Und da ist bestimmt richtig Power dahinter. Boah! Boah, diese Rechte! Boah, diese Rechte gerade! Boah, diese Rechte! Der Pratzenhalter, ihr habt es auch gleich gemerkt, wie er sich den Arm ausgeschüttelt hat. Das hat ihm direkt in der Schulter wehgetan. Da war richtig Power dahinter, das kann ich euch garantieren. Das war schon ein Knockout. Ich würde gerne einen Vergleich zu ihm und dem anderen sehen. Wir schauen uns gleich vielleicht mal noch ein Video von dem anderen an, um ein bisschen so einen Vergleich zu haben zwischen den beiden. Er versucht halt gerade ein bisschen an der Maidarbeit zu arbeiten. Ne? Sein Gegner wird größer als er sein. Da, schaut, das hat ihm wieder im Arm wehgetan. Diese Rechten kommen wie eine Granate raus. Junge, das ist kein Spaß, Mann. Der bricht dir den Kiefer mit so einer Rechten, wenn er nicht trifft. Das, egal wie lustig das gerade vielleicht ausschaut für einige Technikfanatiker da draußen, die sagen so, der macht dies und das nicht richtig. Wenn er euch mit so einer Bombe trifft, ist euer Kiefer aber mal um 180 Grad gedreht. Aber hier steht im Titel, ich habe meinen Trainingspartner so hart geschlagen, dass er Blut spuckt. Das will ich mal sehen, wo kommt das denn? Da hat er sogar einen Winkel gemacht. Schaut mal. Links, rechts und Winkel. Und macht einen auf Tyson hier. Uiuiuiui. Der große Mann ist beweglich. Oh, das ist keine gute Idee, Digga. Das ist gar keine gute Idee. Der lässt sich jetzt mit dem Körperschutz von ihm Treffer zu Körper ballern. Oh, man sieht schon direkt die Schmerzen von dem. Das tut total weh. Oh, der fängt gleich an, Blut zu spucken. Ich sehe das schon. Nach solchen Treffern zum Körper, der fängt gleich echt an, Blut zu spucken. Und da kommt das Blut schon raus. Boah, warte mal. Breathe. Ist das jetzt echtes Blut oder ist es geschauspielert? Andrew, don't film this. Hey guys, right. Warte mal. Gutes
hat schon, das sieht schon, also die Schläge sind auf jeden Fall hart. Die Schläge, gar keine Frage, die sind brutal hart. Aber sein Mund sieht da schon ein bisschen rot aus. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das echt das Blut ist oder ob das vielleicht so ein bisschen Schauspielerei ist für das Video, um seinen Gegner einzuschüchtern. Schreibt mal, ey Freunde, schreibt mal Kommentar, glaubt ihr, das war echtes Blut? Glaubt ihr, das war echt? Weil ich bin noch nicht ganz überzeugt. Die Schläge kamen auf jeden Fall richtig hart, gar keine Frage. Die waren gefährlich, ne? Da hat er gut Power reingelegt. Ich würde aber noch gerne als Vergleich zu ihm den anderen anschauen. Okay, Freunde, hier ist anscheinend auch ein Video von ihm, das geht 10 Minuten. Da macht er anscheinend Sparring mit einem Profiboxer. Das können wir uns auf jeden Fall mal anschauen. Spulen wir direkt mal vor. Das, also dieser große Mann, ist Björn Hafþórsson, der auch mit einer der stärksten Männer der Welt. Ein absoluter Gigant. Spielt übrigens in der Serie Game of Thrones mit. Da spielt er The Mountain, also diesen Berg, der an der Seite von der Lannister-Tante da alle killt. Der ist 2 Meter irgendwas groß und 200 irgendwas Kilogramm schwer. Also der ist noch größer und noch schwerer als sein Gegner. Oh, wow, wow, wow. Bewegt sich gar nicht mal so schlecht, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, so die Beinarbeit, wie er sich ein bisschen bewegt, ist nicht so schwerfällig, wie man es von einem Mann wie ihm erwarten würde. Das war eine gute Kombination von ihm. Ja, schön auf den Zehenspitzen, nicht ganz so plattfüßig unterwegs. Guter Jab. Aus der Rechtsauslage fällt mir gerade auf. Das ist auf jeden Fall eklig. Also rein von der Bewegung her gefällt er mir ein bisschen besser als der andere. Oh Mann, das kräftige Treffer, Junge. Junge, war uff, dieser Jab, das war schon halber Knockout. Dieser Uppercut, oh mein Gott. Oh mein Gott, der knockt ihn fast aus. Warte. Holy moly, schaut euch mal die Treffer an. Und dann schön rausgedreht. Da hat er noch Sidestep gemacht, ihn weggedreht. Oh, diese Uppercut. Ba, wie er sich bewegt. Junge, der ist Maschine. Deckung lässt ein bisschen zu wünschen übrig bei ihm. Aber seine Schläge sind Maschine. Ja, jetzt macht er Sparring mit einem Typen, der vielleicht halb so groß ist wie der. Was soll das denn? Der killt ihn doch mit einem Schlag. Boah, das ist gar kein Spaß. Also das ist... Nein. Das ist eine Vergewaltigung. Das sollte nicht passieren. Oh, guter rechter Haken von dem kleinen Mann. Boah, den gut erwischt. Aber saftige Kombination, Alter. Der ist einfach zu. Schaut mal, der kleinere ist natürlich Maschine, ne? Der hat richtig gute Kombinationen und so geschlagen. Jetzt hat er wieder einen neuen Sparringspartner. Aber allein die Masse und die Größe von diesem Björn ist halt einfach zu krank. Schaut mal, ein normaler Treffer kurz von ihm und der Gegner fliegt halb aus dem Ring, Mann. Fliegt da komplett durch den Ring, man macht erstmal einen Köpfer vorwärts. Aber das mit den Schlägen, da musst du aufpassen, der ist komplett offen. Ja, wenn er einen blöden Treffer direkt an das Kinn kassiert. Oh, jetzt hat er mal einen schweren Mann vor sich. Jetzt bin ich mal gespannt. Weil der ist jetzt nämlich
Von der Größe und von der Statur her ist er jetzt leicht ähnlich wie sein Gegner, Eddie. Ist nicht ganz so kräftig wie der, aber dafür wird er halt ein besserer Boxer sein und sich besser bewegen. Mal sehen, wie er gegen den jetzt hier sich anstellt. Ja, der bewegt sich echt gut. Der ist echt leichtfüßig, wenn man das so sagen kann, bei einem Mann, der 200 Kilogramm wiegt. Der ist echt leichtfüßig. Technik muss er einfach noch, die Schlagtechnik muss er noch ein bisschen verbessern. Wenn er die Schlagtechnik noch verbessert, dann ist er verdammt gefährlich. Schaut mal, die Deckung, ey, der hat eine, also wenn er nicht gerade Schläge kassiert, die Art und Weise, wie er dasteht, bei dem anderen war das Problem, der war echt zu steif, der hatte seine Hände die ganze Zeit hier und hat aus dieser Position geschlagen. Er hat seine Hände hier, der hat eine richtig schöne Auslage, wie er dasteht. Wenn er jetzt wirklich noch lernt, einen guten Jab und Cross und alles zu schlagen, dann würde ich eigentlich auf ihn wetten. Und seine Beinarbeit ist wirklich gut. Er bewegt sich schön. Oh, guter Linke. Gute Linke da. Fängt sich jetzt eine Kombination von seinem Gegner. Schauen wir mal, wie seine Deckungsarbeit ausschaut. So, Doppeldeckung versucht er gerade zu halten. Ja, gar nicht schlecht. Ah, guter Körpertreffer. Oh, was ein 1-2. Und nochmal war eine 2 hinterher. Und nochmal hinterher. Okay. Da ist die Runde vorbei. Jetzt hat er, glaube ich, 3 Runden mit dem Mann gemacht. Okay, man. What were you doing today? Today I was sparring with a bunch of different guys. This type of exercise is great experience for me. Getting used to different styles. I'm trying to find guys that are around my opponent's height, you know, these guys. Also er meint gerade, er hat halt an diesem Tag natürlich nur ein bisschen Sparring gemacht, hat versucht gegen verschiedene Stile zu sparren und Gegner zu finden, die ungefähr dieselbe Größe haben wie sein Gegner. Guys are all similar height, for the most part. A lot of you guys, this is, you know, gain some experience, because this is, like you guys know, a new sport for me. Er sagt halt, also er muss nur ein bisschen Erfahrung sammeln, weil das ist halt, wie alle wissen, ein neuer Sport für ihn. Ich denke, viel weiter müssen wir uns das jetzt hier auch gar nicht anschauen. Kurz mal zum Vergleich. Also mich würde jetzt auf jeden Fall mal interessieren, was glaubt ihr, wer würde von den beiden zum aktuellen Stand, was ihr gerade gesehen habt, wer würde gewinnen, wen fandet ihr besser? Ich persönlich, meiner Meinung nach, finde, dass sein Training auf jeden Fall besser ist als das Training von Eddie. Also aus diesen zwei Videos heraus, weil er macht Sparring, während der andere die ganze Zeit nur so Pratzen und so macht. Und ich finde, Sparring ist immer ein besseres Training, als irgendwie nur Pratzen machen. Pratzen schlagen nicht zurück, ne? Körperschutz schlägt nicht zurück, echte Gegner im Sparring schlagen schon zurück und er sah echt gut und beweglich aus in dem Video. Naja, schreibt mir mal auf jeden Fall mal eure Meinung, würde mich interessieren. Nicht vergessen, Freunde, morgen ist wieder der Livestream um 19 Uhr, da schauen wir uns gemeinsam wieder ein paar Sachen an. Ja, bis dahin, Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, heute mal ein bisschen was anderes, Daumen hoch drücken, Kommentar hinterlassen, all das ganze Zeug. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt alle gesund, Freunde, passt alle auf euch auf und ciao.